Morgen, meine Lieben. Ich bin schon unterwegs zum Krankenhaus, wie ihr sehen könnt. Das ist schön im Krankenhaus. Ich bin jetzt nämlich unterwegs zur Gynambulanz zu meinem Termin. Ich habe heute verschlafen und deswegen ja, bin ich noch nicht zum Vlog gekommen. Aber ich werde es auf jeden Fall später melden. So, meine Lieben, ich bin jetzt wieder zurück vom Krankenhaus und ich kann euch sehr viel updaten, was ja, jetzt bei der Untersuchung rausgekommen ist. Ist ja so, wenn man schon über dem ET ist, wird man ja schon sehr engmaschig untersucht und bekommt alle 2 Tage einen Termin. Und heute war halt mein Termin. Und ja, der Arzt hat jetzt mit mir besprochen und wir haben uns quasi abgesprochen, sozusagen, was das Beste für mich und das Baby wäre. Also, erstmals wurde ein CTG gemacht. Das war wie immer super, alles gut, Herzdünne des Babys passen. Und dann auch eine Ultraschalluntersuchung und da passt auch wieder Plazenta, wird gut, ist gut durchblutet und versorgt das Baby sehr gut, hat er gesagt. Die Nabelschnur, das ich angeschaut, die ist auch super und es ist auch noch genug Fruchtwasser da. Jetzt ist aber so, also er hat mir gesagt, dass er mir schon auf jeden Fall empfehlen würde, dass wir uns jetzt schon einen Einleitungstermin ausmachen. Wir sind ja heute laut Baby-Countdown, warte, ich stelle ich mal kurz ab. So, Baby-Countdown. Heute haben wir, warte jetzt nachdenken, errechneten Geburtstermin plus 6 Tage. Also plus 6 Tage. So schaut der Bauch mittlerweile aus. Ja, die Kugel ist noch immer sehr, sehr riesig. Und er hat halt auf jeden Fall gesagt, wir können bis ET plus 10 warten. Das ist überhaupt kein Problem. Und deswegen habe ich jetzt für Montag Abend einen Einleitungstermin bekommen. Ich muss am Sonntag nochmal rein, in der Früh, muss einen Covid-19-Abstrich machen. Das ist halt so jetzt, wenn man stationär aufgenommen wird, muss man halt vorher kommen, einen Corona-Test machen und dann habe ich am Montag dann um 17 Uhr muss ich dann kommen für die Aufnahme. Dann werde ich dort aufgenommen, dann kriege ich so ein komme ich in ein Zimmer, kriege ich mein Bändchen. Ich habe überhaupt keine Erfahrung mit sowas. Ich habe zwar schon 4 Kinder, aber so weit ist es bisher noch nie gekommen. Und ich hoffe, dass er halt irgendwie früher kommt. Ich wollte ja eine ambulante Geburt und jetzt muss ich stationär aufgenommen werden und so. Das ist so ein bisschen einfach doof. Und das wollte ich ja nicht. Ja, es kommt immer anders, als man denkt. Und schauen wir mal. Auf jeden Fall, heute ist ja noch Donnerstag. Es kann auf jeden Fall noch viel passieren. Bis zum Einleitungstermin sind es ja noch 4 ganze Tage. Deswegen schauen wir mal. Ja. Morgen ist ja Michelles Geburtstag. Und vielleicht kommt er ja noch heute. Das wäre super. Ich bin halt kein Freund von solchen Sachen, so Einleitungen. Und ich weiß nicht, ich wünsche mir halt immer noch die natürliche Geburt, dass es natürlich losgeht. Das Problem ist aber, wurde auch untenrum untersucht, so eine Vaginaluntersuchung und er liegt halt mit dem Kopf noch nicht im kleinen Becken. Und der Muttermund war so schwer ertastbar, weil er so weit oben liegt. Das war ein Krampf, da überhaupt dran zu kommen. Das war ein bisschen mit Schmerzen verbunden. Und ja, war halt nicht so, ist halt nicht so cool, ne, wenn man hört, dass der Kopf noch nicht im kleinen Becken liegt. Und er hat auf jeden Fall auch gesagt, falls ich einen Blasensprung haben sollte, dann soll ich auf jeden Fall liegend mit der Rettung kommen. Ja, ich hatte bisher noch nie einen Blasensprung zu Hause. Wird sich dann nicht zeigen, wie es kommen wird. Ja, ich bin ein bisschen demotiviert, muss ich sagen. Weil ich habe mir das Ganze natürlich nicht so vorgestellt. Aber ja, wenn es so sein soll, dann muss es so sein. Und ja, ich will einfach nur, dass unser kleiner Bub gesund auf die Welt kommt, das ist mir das Allerwichtigste. Und ja, ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich so weit über den Termin komme. Das ist ja urorg eigentlich. Das, ja, er hat auf jeden Fall schon die Lara auch getoppt. Ne? Die Lara kam ja bei 40 plus 5 und er hat jetzt nochmal einen neuen Rekord aufgestellt, nochmal eine neue Situation. Ich sag's euch, jede Schwangerschaft, jede Geburt, alles ist anders. Ich habe, wie gesagt, schon 4 Schwangerschaften, also jetzt fast 5 Schwangerschaften hinter mir und
kann ich sagen, es ist immer was Neues. Na gut, ich werde mich jetzt auf jeden Fall ein bisschen mit Torte backen beschäftigen, weil die Michelle hat ja morgen Geburtstag. Und deswegen möchte ich für sie eine Torte backen. Sie hat sich eine Maxi King Torte gewünscht. Und die werde ich heute angehen. Also muss jetzt noch eine Zutatenliste schreiben für den Papa. Er geht dann nach nochmal los und holt die Sachen für mich. Und dann backe ich mal in Ruhe die Torte von der Michelle. Und ja, schauen wir mal, was der Tag so bringt. Hoffentlich kommt er heute. Das wäre ja voll cool. So, nachdem ich mit der Torte fertig bin, dann könnte ich dann morgen wieder... Bin ich super da und dann können wir den Geburtstag von der Michelle zusammen feiern. Das wäre der ideale Tag, oder? Was sagt ihr? Ja, drückt mir die Daumen. Hey, meine Lieben, ich habe mich jetzt längere Zeit nicht gemeldet. Ich sag's euch, ich glaube, man sieht das auch voll im Gesicht. Also mir geht's nicht so gut. Also gesundheitlich geht's mir gut, aber ich fühle mich so ein bisschen traurig, weil für mich diese Situation mit der Einleitung was Neues ist. Es ist natürlich nichts Schlimmes, aber es ist für mich einfach eine ganz ungewohnte Situation. Ich kenne das nicht, ich mache mir Sorgen natürlich. Und deswegen ja, bin ich so ein bisschen nicht in Stimmung, um zu vloggen. Das haben wir noch gar nicht gezeigt. Was? Wir haben ja gestern versucht, der Lara den Zahn rauszuziehen. Könnt ihr euch noch erinnern? Und danach, kurz nachdem wir aufgehört haben zu vloggen, zeig mal, haben wir ihn rausgeholt. Und erzähl mal, Lara, was hast du mit dem Zahn gemacht? Ja, wenn Kissen reingelegt. Unter den Kissen gelegt? Und was hast du dann am Morgen gefunden? Ein 5 Euro. Ein 5 Euro Schein? Wer war das? Die Zahnfee. Und wo ist dein Zahn? Der ist jetzt bei der Zahnfee. Oh, mein Schatz. Der ist bei der Zahnfee. Die hebt ihn gut für dich auf, für später dann wahrscheinlich. Die ist so stolz gewesen gestern, sie konnte fast nicht einschlafen, das war so aufregend. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, mir ging es halt nicht so gut, mir geht es bis jetzt, also ich habe so ein, es ist halt vielleicht normal, man macht sich auch Sorgen, ich wünsche mir trotzdem, dass es normal losgeht und dass ich habe keine Angst vor der Einleitung, also das, ich habe keine Angst davor. Ich will nur, dass das Baby gesund rauskommt, das ist meine größte Priorität und deswegen sehe ich das. Zucker. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in der Küche. Der Papa ist Physiotherapie. Und Papa bleibt schon voll lange hier. Ja, das dauert immer so lange. 2 Stunden hat er und mit hinfahren und so weiter. Auf jeden Fall machen wir jetzt die Torte von Michelles für Michelles Geburtstag. Welches Kuchen mag sie? Eine Maxi King Torte, das haben wir noch gar nicht gesagt. Werden bei euch diese Plastikdinger auch immer so hässlich gelb? Ich hasse die. Ich glaube, ich werde dann mal so euch aus Glas kaufen, weil I hate them. Also ich mache die Eier rein. Okay. Und ich gebe dir die Eier. Du gibst mir die Eier. Und die ist so geil. Und komm wieder. Kalt. Ah ja, jetzt bin ich auch nicht kalt. Weil die im Kühlschrank war, oder? Auch. Sicher darfst du auch, aber komm her. Sie mag den Ei machen. Na, Ei, das macht die Mami. Weil das ist... Das riecht voll nach Käse. Riecht noch gar nichts. Käse. Bei der Lara riecht, ihr vorhin Karamellsoße gemacht, hat die Lara auch gesagt, es riecht nach Käse. Das war was Zucker. So, warte, ich gehe noch schnell die Eier. Hi, komm. Das ist Zucker. Nicht reinquatschen. Ich tue das so. Du tust nur so. Ich habe ganz viel Zucker. Oh, no, no, no. So, setz dich auf Mamas Schoß. Später. Und das ist eine Liste. Genau. Ich habe solche Waffeln gekauft. Die kommen da jetzt in die unten rein. Oh, das ist ein Mango. Darf man nicht eine essen? Doch, aber ich brauche mal kurz. Oh. Was Das nicht. So, mal schauen. Ich muss die dann nämlich da reinlegen. Jetzt diese Waffeln reingelegt, ist zurecht geschnibbelt, auch noch so die letzten Löcher ausgefüllt, weil das Maxi King hat ja auch so eine Waffelform. Darüber werde ich jetzt
den Teig schütten. Ich habe jetzt den Kuchen, der ist fertig, Biskuitteig, aus dem Ofen geholt, laufen lassen. Jetzt habe ich ihn gestürzt mit der Waffelseite nach oben. Part an. Und zwar alles ist gut ausgekühlt und ich werde das jetzt Ganze wieder hier reingeben. Hallo. 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 Also jetzt kommt dann Soße darüber. Soße. Die Mascarpone. Und jetzt mache ich das Ganze nochmal so drüber, also hier nochmal ein Biskuitteig, dies. Und ich zeige euch dann, wenn er quasi in den Backofen, in den Kühlschrank muss. Dann muss er nämlich für 2 Stunden in den Kühlschrank und dann sind wir da fertig, sozusagen. Und dann kommt die Deko. Aber ich filme euch das Ganze nicht ab. Ich verlinke euch das Rezept sowieso in der Infobox. Das ist nämlich nicht von mir, das habe ich auch bei jemand anderen gefunden und fand das cool. Deswegen in der Infobox schauen, falls ihr das auch machen möchtet. Was passiert hier mit dem Lara? Michelle ist in Singstimmung. Ja, auf jeden Fall, ich habe kurz jetzt die Torte in meinem Kühlschrank gehabt, das habe ich gar nicht mehr gesagt, oder? Torte war im Kühlschrank. Ja. Und jetzt haben wir ein bisschen was zu Abend gegessen und jetzt werde ich die Torte fertig machen. Mädels machen Quatsch hier. Super. Na gut, mein Lieben, ich werde mich jetzt mal der Torte, bitte ein bisschen Ruhe hinter mir. Die muss ich da jetzt rausholen, dann kommt da noch die letzte Sahne-Mascarpone drauf, dann Kinderriegel muss ich einschmelzen und zur Deko habe ich dann noch Maxi King und das brauche ich auch für die Deko. Die Torte ist fertig. Mehr ist mehr. Ich glaube, die mache ich da noch weg. Sonst wird es ein bisschen komisch aus. Oder? Was sagt ihr? Ich mache die dann einfach da unten noch so. Ich habe da, glaube ich, ein paar zu viele Blumen, oder?
hingemacht. So. Ja, ganz nach dem Motto. Mehr ist mehr. Ist die Torte jetzt fertig? Kommt jetzt in den Kühlschrank. Und morgen zur Mittagszeit werden wir dann den Geburtstag feiern von der Michelle. Die Küche schaut aus wie ein Schlachtfeld. Nur so, by the way, das sind den Müll und hier der Geschirrspüler. Muss wieder eingeräumt werden, weil wenn gebacken wird, kennt man, oder? Dann rennt der Geschirrspüler 3000 Mal, weil der ist jetzt, glaube ich, gerade erst fertig. Schau mal raus. Die Fächer zum Durchkühlen, damit wir das gleich einräumen und das Küchenchaos beseitigen. Na, wie gefällt euch die Torte? Ich finde sie voll schön. Die wird sicher auch mega, mega lecker schmecken. Ja, und mit diesem letzten bisschen werde ich mich vom Vlog verabschieden, meine Lieben. Und melde mich dann morgen wieder, um zu berichten, wie es weitergeht bei uns.